Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Noppe. In diesem Video schauen wir uns einmal gemeinsam ganz gemütlich die Historie von LEGO Technik seit 2017 an und schauen uns mal an, wie das so gelaufen ist. Ja, viel Spaß! So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Noppe. Wie gerade schon erwähnt, schauen wir uns einmal die Historie von LEGO Technik seit 2017 an. Ja, wir fangen auch mal direkt an. Wir sehen hier, da ist jetzt der Katalog vom ersten Halbjahr mit diesen grässlichen Star Wars Figuren, die ja nicht so gut angekommen sind. Wir haben hier erstmal den Porsche GT3 RS. Porsche 911 GT3 RS. So viel Zeit muss sein. Das erste Hyper Super Car. Also das erste von diesen wahnsinnig schlechten Modellen. Keine Technikfunktionen. Dafür ein absolut überteuerter Preis hier von 300 Euro. Also heute kostet er aber deutlich mehr. Ist halt ein Sammlerstück. Dann haben wir hier den Mercedes-Benz Arox 3245. Oh mein Gott, was für ein gutes Modell. Ich habe es euch ja schon mal im Mai 2021 in einem Video gezeigt. Vielleicht mache ich auch mal ein neues Video, weil das von der Qualität ist auch nicht überragend war. Da habe ich ja mich mittlerweile verbessert. Aber ein super tolles Modell ist ja 2015 auf den Markt gekommen. Also auch in der guten Zeit von LEGO Technik, wie man sagen würde. Aber wir schauen uns ja in die Entwicklung an. Also bleibt auf jeden Fall dran. So, dann haben wir hier den Schaufelradbagger. Den kann ich euch auch mal in einem Video zeigen. Das wird schwierig, weil das Ding absolut riesig ist. Das Ding ist an der Grenze des Machbaren. Die Stangen, insbesondere bei der Fahrfunktion, verbiegen sich. Das Getriebe verzieht sich. Es ist so viel Druck auf dem System, sodass die kleinen Hebel, wo man dann einstellt, welche Funktion das macht, dann immer rausrutschen. Also vollkommen absurd, kann ich euch ja dann mal in einem Video zeigen. Aber ist doch ein schönes Set, das zu dem maligen Zeitpunkt 2017 das größte LEGO-Technik-Set und ist ein Jahr vorher 2016 erschienen. Auch hier noch überall mit 2 und 1, außer beim Porsche, der hatte das natürlich nicht. Da ging das dann los. Dann der Class Xerion, hat euch ja der Westküsten-Fan schon mal gezeigt, da war ich ja auch dabei, und auch der RC-Umbau davon. Ein sehr, sehr schönes Modell, kann ich auch nur empfehlen. Ist allerdings wie der Arox und wie der Schaufelradbagger auch sehr teuer geworden, weil es halt die letzten Modelle aus dieser Zeit 2015, 2016 waren, die dann so gut waren. Weil dann ging es ja ein bisschen bergab. Ihr habt es hier schon gesehen und ihr seht es auch hier wieder. 40 Jahre LEGO Technik, da gab es ja so einen Stein, das habe ich euch ja, oder ich, das werde ich euch ja im Track Racer hier zeigen, da habe ich ein Video schon aufgenommen, es wird am 22. April, nee, doch, am 22. April auf diesem Kanal erscheinen, also in ein paar Wochen. Der Schwerlasthubschrauber, den habe ich leider nicht, den kann ich euch also nicht zeigen, aber auch 2 in 1. Ein schönes Modell aus 2016. Der ist halt der letzte gute Hubschrauber. Die Osprey wurde ja leider zurückgezogen. Das wäre auch ein gutes Modell wie dieser Helikopter geworden. Dann haben wir hier den Airways Jet. Da habe ich mich immer gefragt, was der für einen Sinn hat. Also hier Neumärz, 120 Euro. Da würde ich doch lieber den nehmen, anstatt den hier. Der hat so ein komisches Babyblau. Und hier diese Funktion, dass der dann sozusagen das Triebwerk kippen kann und sich da drin dann irgendwas dreht und das Fahrwerk ein- und ausfahren kann, das fand ich immer ein bisschen wenig. Dann hier die kleinen Sets 2015. Die waren ganz in Ordnung, auch die hier aus 2016 waren die. Ne, die waren, es ist alles 2016, Entschuldigung. Die beiden kann ich euch mal in einem Video zeigen. Das habe ich euch ja ganz am Anfang mal gezeigt, vor fast einem Jahr. Denn heute am 3.4., wenn ich dieses Video ausstrahlen werde, wird dieser Kanal ja ein Jahr alt. Vielen Dank dafür, dass ihr schon so lange dabei seid. Das ein Jahr ging echt schnell rum. Hat mir auch echt viel Spaß gemacht, die Videos zu produzieren. Straßenbaufahrzeuge habe ich jetzt nichts gegen. Und hier der Ultraleicht-Helikopter. Ist auch ein nettes Modell. 15 Euro hierfür, 20 Euro hierfür.
haben wir in der Art danach nicht mehr gesehen. Aber auch hier 40 Jahre Technik mit diesem Stein und hier die mit der Sprungschanze. Das fand ich eigentlich ganz gut. Guckt euch ja das Video zum Stunt-Motorrad an. Ist schon ein bisschen älter. Also irgendwie ist Ende April 2021 erschienen. Hier den Teleskoplader. Der ist auch ganz schön. Der ist ja dann wieder vom Markt gegangen. Ende 2017. Das war auch ein Modell oder eine Entscheidung, den vom Markt zu nehmen. Da waren Leute dran. Man konnte aus der BMW, die es gab, dem Ding und ich glaube irgendeinem anderen Modell, so ein Kombinier-Jubiläumsmodell bauen. Das gab es 2018, als das Teil, was man dann dafür brauchte, vom Markt gegangen ist. Ihr könnt euch dann natürlich denken, wie genial das war. Aber der Telelader an sich ist ein ganz schönes Modell. Den gibt es ja, oder so einen in deutlich größer, gibt es ja auch von Kader, habe ich euch gezeigt. Vielen Dank dafür, dass das Video so erfolgreich ist. Das Rennkart, mit dem Lila finde ich jetzt nicht so gut. So als Auto zum Rumfahren ohne Lizenz war das damals. Und das steht hier dann mal nur so nebenbei drin. Und wir kommen ja noch zu 2020, 2021, 2022. Wie das dann war. Hier der Containerverlader, der ist auch ganz schön. Der Bergbaulader, den habe ich auch. Den kann ich euch auch mal zeigen. Das ist ein schönes Modell. Den Drag Racer haben wir hier. Natürlich alles 2 in 1, bis auf dieser Porsche. Den finde ich, der sieht irgendwie, oder den fand ich immer, dass er damals komisch aussah. Man konnte da einen Motor anschließen, dann ist das Ding losgerast. Motor aber nicht enthalten, da gab es ja hier noch dieses Power Functions Tuning Set für 37 Euro aus 2008. Hier ist die besagte BMW. Hier das Frachtschiff. Das war da eigentlich das letzte richtige Schiff, was wir bei Lego Technik gehabt haben. Ja. Und es gab hier immer schon den mit digitaler 3D-Bauanleitung. Interessant. Wir haben hier diesen Volvo EW160E. Ein Set, dem alle Technikfreunde nachweinen werden. Das ist für 90 Euro ein Radlader, ein Radbagger mit Pneumatik. Den konnte man hier motorisieren. Und das war ein echt schönes Modell. Und wenn man die Motoren nicht haben wollte oder das Set schon oder Motoren rumliegen hatte, hat man die nicht extra mitgekauft. Auch übrigens, nur wo hier neu dran steht, bekommt man diesen 40 Jahre Technikstand. So, dann sind wir in dem Jahr schon, in dem Katalog schon durch. Hier ist dann der uralte Mindstorms, der geupdatet wurde und es geht nicht weiter. Architecture ist hier nicht drin, also das ist das Technik-Sortiment und wir fordern Star Wars. Dann gehen wir mal weiter. Lego Technik, zweites Halbjahr. Hier erstmal Star Wars Episode 8 angekündigt, neue Produkte im September. Jetzt kommt hier eine Seite des Grauens. Über den Porsche habe ich ja schon alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Verdient nicht den Namen Technik. Kein B-Modell. Und dann, da haben wir nicht drauf gewartet. Wir dachten, es wird cool 2017. Ein schönes Jahr, 40 Jahre Technik, es wird schön gefeiert. Topmodell, das blaue Elend, wie es von einem YouTuber, dem Held der Steine, genannt wird. Grüße gehen raus. Ein durchaus sehr, sehr, sehr merkwürdiges Modell. Das ist ein Abschleppwagen. Wir haben hier eine RC-Fernsteuerung, einen RC-Empfänger, einen XL-Motor, einen M-Motor oder M-Motoren und eine Batteriebox. Wir haben hier für diese ganzen 6x6 Räder einen XL-Motor. Der ist natürlich viel zu wenig Saft, um dieses Modell zu bedienen. Zudem haben wir auch nur 1862 Teile, glaube ich. Hier für 250 Euro. Hier ist der 40 Jahre Technikstein. Wir haben immer einen mitlaufenden Motor drin und zwar noch einen richtigen. Ist jetzt auch nicht mehr selbstverständlich. Der Kran, der war so dünn, dass der sich durchgebogen hat. Die Ladefläche ist nicht verkleidet, sieht man ja auch hier an diesen Bildern. Man musste die Funktion am Modell umschalten. Das Ding war nicht geländegängig, weil diese Stützen, oder das Ding war durch Portalachsen hochgelegt und diese Stützen waren einfach zu tief und dann bleibt das Ding daran hängen. Und wir haben für die Lenkung
einen M-Motor. Einen M-Motor. Für die Lenkung. Es gab den Servomotor. Den gab es zuletzt im Volvo Radlader. Der ist Ende 2016 vom Markt gegangen. Das heißt, den hatte man noch und der wurde bei Lego ja irgendwie bis 2019 oder 2020 verkauft. Einzeln. Und dann das Ding. Also wirklich, wirklich ein extrem schlechtes Modell. Der wurde ja auch damals irgendwie mit 150, 140 Euro wirklich verdroschen. Hauptsache weg mit dem Ding. Und es ist auch, die Deko-Elemente wackeln, Tür wackeln, aber wenn wir nachher zum Cetros kommen, da ist das gar nichts gegen. Aber damals hat man gesagt, allerschlechtestes Technikmodell aller Zeiten. Heute würde man sagen, nicht gut, könnte besser sein, weil heute gibt es ja noch schlechtere Modelle. Aber wir kommen noch dazu, das war dann das Modell, was den Vorgang eingeleitet hat, dass Lego-Technik schlecht wurde. Und ich glaube, der Designer, der dieses Modell gemacht hat, hat auch den Arox gemacht, den man hier sieht. Arox Schaufelberger habe ich euch ja schon ausführlich gezeigt. Das Feuerwehrfahrzeug, das ist ganz cool. Ach übrigens, das blaue Elend zeige ich euch übrigens nicht in dem Video. Ich habe das natürlich nicht. Ist halt viel zu schlecht, dass ich das. Ich stelle keine Sets vor, die so schlecht sind, dass ich sie selbst nicht kaufen würde. Das Feuerwehrauto ist gar nicht so schlecht. Letztes Set mit Ready for Power Functions. Hier, Upgrade with Power Functions. Sogar mit Licht. Das war eigentlich das letzte vernünftige Feuerwehrauto in größer, was wir so hatten. Wir hatten dann nachher noch den First Responder und dann war's das. Dann haben wir hier das Extremgeländefahrzeug mit Ketten in Dark Purple. Keine Ahnung warum. Aber letztendlich war es eigentlich ganz cool. Cool gefedert. Hatte eine schöne Lenkung, schöne Funktionen. Sah ein bisschen merkwürdig aus. Und es hatte Gumminoppen. Da ist doch auch mal schön. Die Seite ist unverändert zu dem Katalog davor. Da brauche ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Hier sind auch die Sets drauf, die wir alles schon besprochen haben. Hier auch. Hier ist dann der Mindstorms und hier Lego Life steckt voller Abenteuer. Interessant, wie das Handy hier gezeichnet wurde. Und dann war es das und hier der Mindstorms. 350 Euro. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel zu sagen. Dann kommen wir zum nächsten Katalog, den ich hier habe. Und das ist 2018, erstes Halbjahr hier Jurassic World. Damals ab Mittelmai erhält die große Ankündigung. Und hier noch Brickheads. Wir haben den Mac Anthem. Ich fand den damals vom Design her richtig, richtig gelungen. Von Funktion her, er kann halt nur den Anhänger ablegen. Ich finde, die Aktuatoren hier sind ein bisschen schwach, damit man in den Container auch was reinpacken kann. Man hat damals gesagt 150 Euro. Man bekommt nur viele Teile, aber nicht wirklich Motoren und wie es beim Class Xecon so war. Aber letztendlich hat es sich aus heutiger Sicht als gutes Modell erwiesen. Ich habe ihn euch ja schon im Juli vorgestellt und im Oktober dann nochmal den RC-Umbau von Custom Bricks. Damit wird das natürlich noch besser. Kann ich vielleicht auch mal wieder ein Video zu machen. Dann hier alles neu Januar. Wir sind in 2018, das Elend 2017 ist überstanden. Wir denken darüber nach und sagen, es kann nur besser werden. First Responder, schönes Modell. Rennjacht. Für alle, die ein Boot haben, finde ich gar nicht so schlecht. Man kann die Segel bewegen. Das Rallye-Auto ist halt das Auto, was es damals gab. Irgendein generischer Wagen. Der Kompaktor, der sieht ganz lustig aus. Kleines 15-Euro-Set. Und hier ein Absitzkipper, den kann ich euch auch mal zeigen. Der ist klasse. Und hier das Luftkissenboot. Ja, ist halt eine Art Boot. Ist ein Auto drauf. Es könnten theoretisch zwei drauf passen. Ist aber auch ganz okay. Hier die Seite ist unverändert. Schnell weg mit der Seite ist das blaue Elend. Die Seite haben wir auch schon in den letzten Katalogen besprochen. Und hier, den stelle ich euch ja bald vor. Ist klasse. Der, naja, und der weg damit. Ihr seht, es sind wenig neue Sets. Das heißt, wir bei Technik, das heißt, wir springen da ein bisschen durch. Hier
Noch cooler, dank realistischer Details. Der Bugatti Chiron, eines der schlechtesten Techniksets. Oder falsch, das schlechteste Technikset 2018 schlechthin. Also wirklich Katastrophe, 370 Euro. Es ist ein reines Marketingprodukt, so was Lego sagen kann. Wir haben einen Bugatti. Ja. Ich finde, der sieht ganz cool aus, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Also mein Geschmack treffen sie damit. Mit diesem Blau, hell und dunkelblau, finde ich, sieht ganz in Ordnung aus. Aber da ist Geschmackssache. Aber ansonsten, er hat keinerlei Technikfunktion. Er ist absurd überteuert. Von wegen, man hat irgendwie 30% Pins und Achsen da drin. Und dann kostet halt ein Pin 10 Cent. Überlegt, was ihr für 10 Cent bekommt. Ein Blatt Papier. Das ist ja, mehr Masse als so ein Pin. Das heißt, und bei Technik ist der Teilepreis relativ hoch. Und das fällt mir nicht. Bei dem Ding. Macht Lego jetzt immer weiter. Und hier auf schäbiger Aufkleber bei 370 Euro. Ansage. Mit dem Dark Azure kann man natürlich nichts machen. Außer für die Leute, die das blaue Elend gekauft haben. Und die dann nochmal Geld dafür ausgeben können. Ja. Hier. Innenausstattung, die mit Aufklebern geregelt wird. Ja. Wollte ich auch nicht. Ich, top. Sonderelemente, Bremsen, die nicht funktionieren, aber angedeutet sind. Super. Technikfunktion hätte man verschenkt. Und ein W16-Motor, der ein V8 mit V8-Hilfsmotor ist. Denn ihr müsst euch vorstellen, ihr baut einen größeren V8 und einen. Nee, ihr baut einen V8. Und darunter kommen dann zwei R4-Reihenmotoren, die dann mit drei Zahnrädern mal am Ende der Kurbelwelle auf einer Achse geführt werden. Das heißt, ihr habt einen V8 mit zwei Hilfsmotoren. Das ist kein W16-Motor. Es sieht nur aus wie ein W16-Motor. Ob die Kolbenreihenfolge wie bei einem W16-Motor ist, weiß ich nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und hier gleich eine Doppelseite haben sie den Ding spendiert. Und auch hier ist erst der Preis, wenn man dann denkt, oh, schön, und dann den Preis überliest. Wie die Front an sich. Ja. Wir kommen ja gleich noch zum Sian. B-Modell gibt es natürlich auch nicht. 5000. Als ob, die werben auch noch damit. 3599, das sind keine Steine, sondern das sind Elemente. Zählen ja nicht die Aufkleber dann mit, wenn sie Elemente sagen? Das finde ich ja merkwürdig. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr es wisst. Denn ein denn prinzipiell ist ja ein Aufkleber dann auch ein Element. Und man sagt ja immer Einzelteilen oder Steine. Ein Aufkleber ist ja kein Stein, Aufkleber ist aber ein Element. Sehr merkwürdig. Die Anleitung, da wird das Ding ja nass gezeigt, damit es mehr glänzt. 3600 Technikteile, dicker Schinken. Hier ist die einmalige Seriennummer für exklusive Vorteile. Und das hier ist auch keine Bauanleitung. Die ist ausführlich und es ist eine Sammlerfarbbroschüre. Ja. Dann wisst ihr, dass ihr für die 370 Euro was ordentliches gekauft. Den Kran, den kann ich euch auch mal zeigen. 1 Meter hoch. Der ist richtig gut. Die Vierradlenkung ist schön. Da ist mal ein richtiger Motor. Kann sich schön drehen. Das Haus ist auch dabei. Und hier der Außenleger ist um 60 Grad. Schwenkbar wäre drehen. Das ist dann. Der Winkel ist verstellbar. Der Arm ist um 60 Grad neigbar. Und hier ist der Druckfehler. Das ist kein XL-Motor, sondern ein L-Motor. Und hier ist die Batteriebox. Und ich fand damals und finde es jetzt, das Ding sieht einfach nur Hammer aus. 4000 Teile, Batteriebox und L-Motor dabei und wesentlich mehr Funktion. 200 mit 4057 Teilen. Hier sagen sie Teilen. Also mit Teil ist halt dann halt ein Stein gemeint. Und hier sagen sie Elemente. Auf jeden Fall hier 230 Euro. 4000. Sie sagen es sogar selbst im Katalog. 4057 Teile. 3599 Elemente ohne Funktion, ohne L-Motor, ohne Batteriebox.
Preis, der auf der zweiten Seite 370 Euro ergibt, bestimmt sind. Hier ist halt eine Lizenz und da steht Bugatti drauf. Dann hier der Kompaktor, kennen wir. Rennjacht. Absatzkipper, habe ich ja schon alles so gesagt. Tolles Modell, muss ich euch mal unbedingt zeigen. Habe ich ja auch hier stehen. Und wir haben den Schwerlastgabelstapler, den habe ich euch ja auch schon gezeigt. Ich glaube im Juli letzten Jahres oder Juni. Ich weiß es nicht. Findet ihr auf jeden Fall irgendwo auf meinem Kanal. Ach so, hier. Zum Schiff. Modell schwimmt nicht. Nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet. Deshalb kann man auch Aufkleber auf dem Rumpf machen, weil im Wasser blechern die ja sofort ab. First Responder habe ich alles schon unten zugesagt. Der Volvo Concept Radlader Zeugs. Er heißt wirklich so, ihr seht es ja. Diesen komischen Drohnenarm und diese Drohne. Die Schaufel vom Volvo Radlader hat er. Und er ist halt so kippbar. Um den Schwerpunkt zu verlagern, hat eine Allradlenkung. Bekommt halt wesentlich mehr und dieses Batmobil, was es ja damals gab. Wird doch hier irgendwo bestimmt mitgeworben. Oder? Wir haben ja Zeit, also gucken wir es nach. Unglaublich, wie es da aus, was hier drin war. Minecraft. Jetzt kommt hier Ninjago. Wo ist denn Batman? Nexo Knights. Kennt man gar nicht mehr. Hier ist Batman. Ich hoffe, das ist auch in diesem Katalog drin. Aber ich denke mal, ja. Wo ist denn das unfassbar tolle Batmobil? Es gab auf jeden Fall mit so einem Powered-Up-System, wie es hier auch der Boost hat. Wir scrollen uns durch. Sollten wir auch. Ja, perfekt. Die Suche war maximal unerfolgreich. Und das Ding passt hier in die Schaufel, ist es weg. Und das für 200 Euro merkt es dann halt so ein Riesenteil. Ich würde behaupten, es ist mal ein gutes Technikmodell. 42,70 für die Tonne. Der richtig toll. Der wurde dann ja von dem Kran geschlagen. Hierzu habe ich ja auch schon alles gesagt. Harvester Forstmaschine. Die ist lustig, die Kettensäge. Nee, Motorsäge ist lustig. Die Säge dreht sich halt nicht und man kann es nicht durchschneiden, das ist alles nur gut gefotoshoppt. Man kann den Arm hoch und runter machen und das aufmachen. Und dann kann man das kippen, ich glaube per Hand. Und dann muss man mit der Hand die Säge drehen und dann am besten noch mit Kraft dagegen schieben und das dann irgendwie abbrechen. Es hat aber immerhin Pneumatik und Powerfunktion. Und das kann sich hier drehen. Und das ist wirklich so, dass das dann ein bisschen so gagelt. Federung gibt es natürlich auch nicht. Achso, 42,70. Federung hat er nicht. Peinliche Pendelachsen. 250 Euro, da war das Budget aufgebraucht. Jetzt habe ich alles schon gesagt. Zum Glück ist der Ausschnitt auch so klein. Das Luftkissenboot habe ich auch alles zugesagt. Mac, ja, habe ich auch schon alles zugesagt. Genauso wie hier. Hier wird so ein B-Modell geworben. Und hier, zack und bums, habe ich euch unterschlagen beim letzten Katalog. Tut mir leid. Man kann damit halt irgendwo gegenfahren und da gegen eine Wand oder gegen ein Möbelstück und dann fliegt halt der Motor raus. Ja. Abgesehen davon, dass wenn man gegen eine Wand fährt, man den Putz dreckig macht, ist das eine nette Idee. Sehr beim Transformationsfahrzeug ist das ja noch schlimmer. Hierzu habe ich schon alles gesagt. Power Functions Tuning Set gibt es da immer noch. Der Mindstorms. Und hier Architecture ist auch erstmals drin. So. So. Webseite hat sich beschwert. Hier ist der Mindstorm, der Boost. Der ist jetzt, glaube ich, ein französischer Katalog. Und französisch und deutsch. Habe halt keine Ahnung gefunden. Tut mir leid.
Es geht ja um die Produkte, die sind ja in jedem Land anders, und wenn ihr Französisch könnt, könnt ihr ja auch bestimmt das Französisch nehmen. Hier steht auf jeden Fall brandneu im August. Und ich glaube, neu August stand da in der deutschen Variante. Das der 4x4 Allrad Extrem Geländewagen. 990 Teile, peinliches Control Plus. 230 Euro. Es gab einfach auch zur selben Zeit, oder den gibt es glaube ich immer noch, von Kader den C61 006W. 2000 Teile, bessere, ist wesentlich besser, sieht cooler aus und hat nicht so eine Sticker-Seuche, deswegen ist alles Aufkleber. Für weniger Geld. Hier, das kann ich halt. Hier hinten ist gefedert und dieser ab. Dann kann sich das Ding so. Ist das nochmal extra gefedert und durch diese Drehteller kann ich das dann noch so verschränken. Und das wird ja hier mit einer App gesteuert. Ist auch nicht mehr das modernste Handy, was da abgebildet wird, auch für 2019. Nicht? Da gab es ja schon homebuttonlose Handys und mit dünneren Displayrändern. Aber egal. Auf jeden Fall ist das. Auch bei dem ist auch hier wieder mit diesem Handy. Hier ist da die Stimmung. Und 450 Euro. Ist immer noch das größte Technikmodell aller Zeiten. Ja, schön. Nur wegen dieses Schutzes hier. Auch smarter. Ach, übrigens, lustige. Das habe ich mal ausgerechnet. Wenn man diese Elemente hier, also zweimal den Bluetooth gesteuerten Smart Hub, dreimal den XL-Motor und viermal den L-Motor auf Lego, bei Lego auf der Internetseite, also im Online-Shop bestellt, hoffe ich, dass das niemand macht, weil da sind für die Dinger die Preise absolut überteuert. Bei Bricklink gibt es die wesentlich günstiger. Aber wenn man das macht, wir vergleichen auch hier nur Listenpreise, dann ist es so, also VP-Preise, dann ist es so, dass das zusammen auf einen Wert von 405 Euro kommt, laut Lego. Das heißt, wenn Lego irgendwann mal die App nicht mehr unterstützt, also sagt, nee, Control Plus, das ist doof, Lego unterstützt die App nicht mehr, die Betriebssysteme entwickeln sich weiter, dann ist diese App nicht mehr für euer Betriebssystem angepasst, wenn man dann irgendwie bei Android 32 steht oder sowas, keine Ahnung, oder iOS 29. Ich kann ja vorkommen, dass das so lange unterstützt wird und dann nicht mehr. Dann ist das irgendwann nicht, dann wird das nicht mehr an die Software angepasst und ist dann nicht mehr mit aktuellen Smartphones kompatibel. Und dann kann man da halt nichts mehr mitmachen und hat dann 405 Euro Elektroschrott rum und hat sich dann darüber geärgert, dass man 450 Euro hierfür ausgegeben hat. Die Corvette, die habe ich euch ja auch gezeigt. Das sieht aus wie ein Unfallwagen, passt aber auf den Autotransporter. Der ist auch ganz schön. Der hier, weg damit, der ist wirklich nicht gut. Auch nur kein 2 in 1. Genauso wie Control Plus, 2 in 1. Nee, der Spinnenkran. Den, es gibt ja einige Leute, die ihn nicht so mögen. Ich finde den klasse, ist klein und kompakt und der faltet sich dann so schön auseinander, ist ein schöner Kran. Ähnlich wie der rote Kran, halt nur ein paar Nummern kleiner. Den kann ich euch auch mal zeigen, den habe ich auch hier. Der Raupenlader, den habe ich auch da, den muss ich euch auch zeigen. Der Westküstenfan hat sich ihn ja mal ausgeliehen und ihn gezeigt. Schönes Modell, Hubarbeitsbühne. Davon gab es auch einen Vorgänger in schwarz-gelb. Ist ja nur dasselbe Ding in weiß und orange. Aber das in schwarz-gelb, 42031, kann ich euch mal zeigen. Den Stunt Racer ist der Nachfolger vom Tracked Racer. Das hier kann ich euch mal zeigen, das Fluchtfahrzeug und das Kombiniermodell. Ich habe leider nur eins hiervon da und das dann halt in das Kombiniermodell gepackt. Und den Heli kann ich euch auch mal zeigen. Das sind alles schöne Modelle, genauso wie das Rennboot hier. Und Zack und Bums sind immer noch da. Bugatti, weg damit, Kran, weiterhin ein tolles Modell. Hier wurde es jetzt mal in der französischen Variante korrigiert. Gucken, ob das auch in der deutschen Variante so ist. Hier ist der First Responder. Zu der Seite habe ich eigentlich schon alles gesagt, außer auch, dass das blaue Elend schlecht ist. Also kein gutes Modell. Aber es ist ja Ende 2019, glaube ich, vom Markt gegangen. Die beiden Produkte habe ich euch schon gezeigt. Und hier ist immer noch der uralte Mindstorms und hier dann Architecture. Und dann haben wir uns auch diesen Katalog abgearbeitet. Und ihr merkt,
dass da ziemlich viel im Vergleich zu 2015, 2016 anders ist, schlechter geworden ist. App-Steuerung ist nicht gut. Solche Sachen wie, dass da die Preise höher werden und die Modelle weniger bieten, macht das Modell zu einem schlechten Modell und dadurch ist halt nicht mehr gut. Hier ist der neue Mindstorms drin. Wird halt erstmal nochmal 10 Euro teurer. Auch hier erstmal die neue Lego Mindstorms App soll man sich herunterladen. Und hier, der Lego Technik Lamborghini Sian FKP 37. Das beste Supercar. Es hat nämlich Prinz, hat natürlich immer noch keine Funktion, hat die Schaltung, die man auch sieht, wenn man von unten reingucken kann. Es hat aber den absurdesten Preis. Hier in dem Katalog steht, dass das Ding 380 Euro kostet, also 10 Euro mehr als der Bugatti. Aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist Lego auf die Idee gekommen, die Preise zu erhöhen und haben das dann für 2022 den Preis erhöht und da haben sie sich gedacht, der Lamborghini Sian, der ist mit 380 Euro noch mal ein bisschen zu günstig, da setzen wir ihn auf 400 Euro hoch und haben es dann gemacht, dann wird er natürlich noch teurer. Der Hexboiler lässt sich immerhin verstellen, hat natürlich totale Farbprobleme. Diese Marketing-Sachen wie beim Bugatti sind denen hier auch passiert, aber nicht so extrem. Beim Bugatti habe ich mich ja gefragt, ob diese Elemente dann auch Aufkleber beinhalten und dass sie stolz darauf sind, dass sie das mit Aufklebern lösen. Hier ist es so, dass es bedruckt ist, da können sie stolz drauf sein, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn man so viel Mecker hat und sagt, das ist schlecht, das ist Aufkleber, wenn sie es dann richtig machen, sollte man es dann auch lobend erwähnen, deshalb mache ich das hier. Hier ist das Lime, das ist eher so Olivgrün und Olivgrün gibt es ja beim Defender hier. Ich würde sagen, Farbe ist nicht ganz so treffend. Ja, und das ist dann halt das Ding. Hier ist auch wieder diese Seriennummer, mit dem sie werben. Wo dann exklusive Vorteile sind, die nur für exklusive Lego-Technik Lamborghini Sian FKP 37 Käufer bestimmt sind. Falls ihr dazu gehört, herzlichen Glückwunsch. Also ich glaube, das machen sie nur, damit man wirklich als Sammler von Lamborghini-Fan dann das Gefühl hat, dass man etwas wirklich Besonderes gekauft hat und sich da und wer für Technikfreunde werden sich so ein Produkt nicht kaufen. Dieses Produkt richtet sich an Lamborghini-Freunde und da kann man sich dann irgend so ein Poster herunterladen und Leute, die sich dann sowas für 400 Euro kaufen, die werden sich dann bestimmt auch so ein Poster an die Wand hängen. Von daher ist es ganz nett. Also ich würde es nicht kritisch erwähnen. Die Lampen leuchten natürlich nicht. Hier Defender habe ich euch ja auch schon vorgestellt. Guckt euch mein Review an. Ich habe in diesem Video angekündigt, dass ich mal ein Video zur Beleuchtung mache, weil ich das Ding hier mit Beleuchtung von Vonado habe. Das Video muss ich noch machen. Egal. Kommt auch irgendwann. Ja, irgendwann kommt's. Hier der blaue Pin guckt drauf. Die Ducati, man kann das Rad im Standfuß nicht drehen. Wahrscheinlich aus Stabilitätsgründen, weil man sonst hätte das den Ständer anders konstruieren müssen und man dann noch den Preis hätte erhöhen müssen. Ihr merkt, man hat den Eindruck bei Lego, der Preis wird höher, aber die Produkte werden dafür schlechter. Also die Produkte bieten zu wenig, dass sie den Preis rechtfertigen würden. Und deshalb beschwert man sich. Ich meine, so ein Motorrad, irgendwie 45, 50 Euro Modell, toll. Aber dann bei 60 Euro sieht man schon mal hier, weil das ist dann nochmal im Vergleich zu 50 Euro 20% mehr. Da kann man dann schon nochmal sagen, okay, für die 60 Euro hätte ich dann aber gerne einen besser konstruierten Ständer und eine bessere Qualität hier vorne. Und daher kommt ja dann dieser Anspruch. Es hängt halt immer stark vom Preis ab. Hier die Osprey, die wurde ja leider zurückgezogen. Traurig. Wirklich traurig. Trauriges Schicksal, was diesem Set ergangen ist. Ich meine, das ist als Rescue-Helikopter gekennzeichnet. Es gibt das in einzelnen Fällen. Das heißt, es ist nicht unrealistisch und es ist doch egal für Kinder, die damit spielen. Wenn da Rescue draufsteht, retten die damit Personen. Wenn da irgendwie Krieg draufstehen würde, würden sich beschweren, warum das Ding keine Bewaffnung hat.
Deshalb finde ich es aus meiner Meinung nach ein bisschen unnötig, dass es zurückgezogen wurde. Ich glaube aber, es liegt an dem Getriebefehler und Lego wollte das nicht zugeben, sondern hat dann den Druck von irgendeiner Gesellschaft, ich glaube, irgendeinem Verein war das, da hat er die Klemmbausteine direkt mit einem Vertreter dieses Vereins gesprochen. Den Kanal findet ihr auch auf meiner Kanalseite. Aber ich finde das ein bisschen unnötig, dass es zurückgezogen wurde. Diesen Fehler hätte man noch beheben können, hätte nicht das ganze Set canceln müssen. Das finde ich also schade. Es gibt ja solche Leute, die das dann auf eBay für 700 Euro und mehr gekauft haben. Dom's Dodge Charger, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ein grandios schlechtes Modell. Es ist grandios schlecht, ich übertreibe hier schon. Es ist halt ein Auto, doppelter Lizenz. Hat halt keinerlei Technikfunktion. Das ist schade. Dann diese 100-Euro-Modelle. Und vor allem wird das dann halt immer mehr, weil diese Lizenzleute gehen dann dahin, aber diese Kinder, die dann mit solchen Sachen tatsächlich viel und Funktionen cool finden und nicht sowas cool finden, kaufen nicht sowas, würden lieber sowas kaufen, sowas gibt's aber nicht und daher kaufen dann die Erwachsenen sowas und daher richtet sich sind diese Produkte auch so erfolgreich und werden weitergesetzt. Liebherr habe ich alles schon so gesagt. Der 6x6 Volvo Dumper. Er ist nicht so schlecht wie das blaue Elend, aber auch nicht viel besser. 6x6 auch nur ein XL-Motor, aber immerhin mit Schaltung. Pluspunkt. Vernünftige Lenkung hat er auch nicht, ist natürlich App-Steuerung Control Plus, daher für mich uninteressant. Sobald da Control Plus drauf ist, distanziere ich mich. Also ferngesteuertes Control Plus mit der App. Und nicht sowas hier mit motorisierten Funktionen. Wenn ich aber hier sehe, man muss die Kompatibilität prüfen. Top Gear Rally Auto. 130 Euro. Es gibt ja den Nachfolger diesen Rally Buggy und jetzt auch das App-gesteuerte Transformationsfahrzeug. Das heißt, es muss sich verkauft haben, richtet sich dann halt an die Top Gear Leute. Aber da kann ich nicht zu empfehlen. Wenn ich hier übrigens mal als Hinweis ein Set erwähne, weil ich es nicht vorgestellt habe, guckt mal auf YouTube. Da gibt es ja genug andere Videos von Klemmbaustein Lyrik Held der Steine. Ich habe euch da ja auch immer ein paar Kanäle auf meiner Kanalseite empfohlen. Hierzu habe ich auch alles zugesagt. Der Kran, der ist ganz in Ordnung. Mini-Class Xeron, Weltklasse-Modell. Strandbuggy, Weltklasse-Modell. Der Betonmischer, tolles Modell. Heli habe ich auch schon was zugesagt. Habe ich euch gezeigt. Klasse-Modell. Ja, guckt euch diese Videos an. Dann wisst ihr alles darüber und seid bestens informiert. Stunt Racer, auch ganz schön. Autotransport, auch ganz schön. Nicht schön. Akzeptabel. Katamaran, der schwimmt tatsächlich. Werben sie ja auch damit. Zu Recht. Boot floats. Also ich finde nicht alles schlecht, was Lego im Marketing macht. Im Katalog mit, dass das Boot schwimmt, ist ein netter Hinweis. Aber was ich dann irgendwie ein bisschen übertrieben finde, ist, wenn dann da Detailbilder gezeigt werden, wo dann die perfekt aufgeklebten Aufkleber im Cockpit sind. Das finde ich ein bisschen unnötig. Aber ja, und hier sind dann irgendwelche Aufpackungsboxen. Hier, da als Welcome, werben sie nochmal mit diesem Bild. Ja. Und hier die Lego Live App kann man im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen. Für alle, die das möchten. Lego Apps kann ich generell nicht empfehlen. Ja, die sind meistens nicht so gut und laufen nicht so flüssig. Dann sind wir jetzt 2000. In welchem Katalog sind wir? 2021, zweiter Halbjahr. Hier hat sich nichts verändert. Monster Jam Grave Digger und Monster Jam Max D. Hier war dann ab 2021 immer da, wo man ankreuzen kann. Das finde ich toll. Ja, sind solide Pullbacks. Also vom Preis wirklich gut. B-Modell finde ich bei beiden besser. Ich bin nicht so ein Monster Truck Fan. Für alle, die das interessant ist, gibt ja 2022 wieder diese Modelle mit Monster Jam. Das heißt, die haben sich gut müssten sich nicht so schlecht verkauft haben. Falls ihr die haben wollt, bitte.
Also wer auf solche Monster Trucks in der Pullback-Serie gewartet hat, der ist jetzt zufrieden. Ich fand solche Sachen hier schöner. Bin ich ganz ehrlich. Aber es ist ja eine sehr subjektive Sache. Katamaran habe ich vor ein paar Minuten erst was drüber gesagt. Das Luftkissenboot, das finde ich irgendwie, schaut lustig aus. Das man ein Flugzeug ausbauen kann. 2-in-1, wir haben es ja damit, weil es ist ja damals ausgestorben. Schade eigentlich. Aber das ist ein schönes Modell. Genauso wie dieser Buggy und auch dieser Bagger. Und auch das B-Modell ist, finde ich auch nicht so schlecht. Das Flugzeug, klasse. Mini-Class-Serie und klasse. Kompaktlader muss ich euch noch zeigen, ist aber klasse. Oh, hier ist der Abschleppwagen. Pneumatikfunktion. Den finde ich richtig, richtig toll. Das ist seit langem mal wieder ein gutes Modell zum Spielen. Also wirklich ein gutes Modell zum Spielen. Falls ihr ein gutes Modell sucht, um damit zu spielen, dann besorgt euch den. Hat Lego ja gemerkt, denn sie haben ja als sie die Preise erhöht haben, haben sie auch das Ding von 150 auf 170 Euro angehoben. 150 Euro war grenzwertig, 170 Euro ist zu teuer. Für das, was man geboten bekommt. Aber wenn man es irgendwie für 120 Euro im Angebot mit Rabatt bekommt, aber dann wird bestimmt noch weiter tiefer gehen. Aber ich würde sagen, ab 120 Euro oder 130 Euro ist das ein schönes Modell. Kann ich empfehlen. Hier ist natürlich grauenhaft. Ist ja der Nachfolger von dem hier. Der hat schöne Reifen. Warum das lila ist, weiß ich nicht. Liftarme, die auf der Seite und oben abwechselnd Noppen haben. Das haben sie sich von Kader abgeguckt. Aber die anderen Hersteller verklagt Lego ja immer. Von wegen, dass sie Lego-Teile kopieren. Aber Lego kopiert auch Teile von den anderen Herstellern. Ich finde das nicht schlimm, wenn die Teile nachmachen, weil es sind ja teilweise gute Ideen. Aber Control Plus versaut wirklich alles. Das macht alles kaputt. In dieser Technikwelt. Das war eine grob schlechte Idee. Und hier ist der Mercedes-Benz C-Tross Offroad Truck mit 4x4. 300 Euro. Er ist sein Geld nicht wert. Das Ding ist ultra langsam. Es kann halt 100% Steigung bewältigen. Die Klemmbausteinlücke hat und Brick-a-Brack, also diese Klemmbausteinkanäle, die der eine oder andere von euch kennen sollten, die haben ja ein Video dazu gemacht, wo sie das Ding draußen getestet haben. Und es war relativ enttäuschend. Ihr könnt euch ja diese Videos auf deren Kanälen angucken. Die Türen gehen sofort auf. Und die Motorhaube geht auf. Türkonstruktion maximal minderwertig, wackelig und daher auch schlecht. Und der Preis. Für 150 Euro hätte man darüber hinweggesehen. Auch, dass sich da unten an so einem Zahnrad Dreck sammelt, wenn man durchs Gras fährt. Denn man kann ja erwarten, wenn das Ding sowieso so lahm ist, dann kann man doch erwarten, dass man damit mindestens mal im Garten über die Wiese fährt, weil das macht man doch auch damit. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie das im August rausgebracht haben. Es wäre sinnvoller gewesen, das im Mai rauszubringen, dann, wenn der Sommer noch bevorsteht, man damit rausgehen kann. Und es ist ja auch in der Anleitung kein Hinweis, geht damit nicht raus. Aber man kann es halt nicht empfehlen, weil er dann halt da keinen Spaß macht. Es macht halt einfach keinen Spaß. Für 150 Euro hat man gesagt, ja, ist akzeptabel, hat zwar viele, aber für den Preis ist es in Ordnung. Für 300 Euro sagt man da, nee. Auch hier, App-Steuerung, alternative Steuerung. Also Haupt-App-Steuerung, alternative App-Steuerung. Die App gibt einem Herausforderungen und man feiert sich dann für die Erfolge. Das ist der Gedanke. Zu den beiden habe ich es gesagt. Jeep Wrangler habe ich ja im März, Anfang März, ein Video zu veröffentlicht. Vielen Dank an den Westküstenfan, dass er mir dieses Set zur Verfügung gestellt hat. Sage ich auch hier nochmal. Und hier der McLaren Senna GTR. Ja. Ein akzeptables Modell, würde ich bei beiden sagen. Hier ist natürlich, lasst die Haube zu, der Motor ist ein peinlicher Aufkleber. Wenn ihr keinen von beiden lieber mögt, würde ich eher den Senna empfehlen, anstatt den Wrangler. Aber es ist Geschmackssache. Zu den Sets hier habe ich schon alles gesagt. Hier ist wird der Ford Raptor angekündigt und der Cat Bulldozer. Die kommen im nächsten Katalog. Vor allem wird das ja einfach angeteased. Es gab ja noch so einen Weihnachtskatalog. Und da ist er. Der Ferrari 488 GTE in Anführungsstrichen of course. Hashtag oder AF Corse. Hashtag 51. 180 Euro.
ein absurd übertriebener Preis. Immerhin ist Lego nicht auf die Idee gekommen, das Ding auf 200 zu erhöhen. Der Held der Steine hat dazu ja ein Video gemacht. Das Ding biegt sich durch. Oh mein Gott. Ich sag's auch hier nochmal, wie sowieso Sets, die hier sind, die euch interessieren. Es gibt Videos von Held der Steine, Klemmbaustein, Lücke und Co. dazu. Die könnt ihr euch dann natürlich angucken. Ihr könnt euch natürlich auch Videos der Noppe angucken, wenn es Sets das gibt, die ich vorgestellt habe. Also erst bei der Noppe gucken, dann bei der anderen. Nein, aber jetzt mal ehrlich, das Ding ist wirklich schlecht. Die Türen gehen sofort auf, es hat keinerlei technische Funktion. Die Webseite ist falsch. Das Modell ist noch nicht, ist schlecht konstruiert, hat eine Rallye-Federung, passt überhaupt nicht zum Original, hat ganz, ganz viele schäbige Aufkleber und ist einfach total schlecht und total überteuert. Man bekommt keine 1700 Teile für diesen Preis, also gar nicht gut. Und hier der Bugatti und Lamborghini sind ja beide schlecht. Dann sind wir auch hier mit Lego-Technik durch. Und dann kommen wir zum nächsten Katalog. Ja. Der ist auch der letzte, den ich hier in meiner Liste. Eine ganze Seite gibt es für das Geländefahrzeug. Ich finde, das ist ein gar nicht so schlechtes Modell. Ich kann natürlich nur von Bildern und Videos auf YouTube und Bildern hier in dem Katalog meine Meinung dazu sagen, zu Sets, die ich nicht habe. Die Motorsäge ist ganz lustig. Aber es hat mal wieder einigermaßen vernünftige Funktion. Man kann das abkippen und hat eine Seilwinde, hat 6 Federbeine und hat eine Schaltung drin, um Leuten zu erklären, wie eine Schaltung funktioniert. Finde ich gar nicht so schlecht, deshalb auch hat es diese Seite verdient. Hierzu habe ich schon alles gesagt, außer hier zu dem Teleskoplader. Den finde ich ganz nett. Also, ja, bis auf die Farbe, dieses Türkis, wild. Aber das ist gar nicht so schlecht. B-Modell natürlich. Hat der hier ja nichts mehr zu bieten. B-Modell wie sowieso ist ja seit dem 42099, diesem orangenen Geländewagen mit Control Plus, ist bei den Großmodellen erst keine B-Modelle mehr. Und jetzt gibt es das dann halt nur noch bei den Pullbacks und bei den kleinen 10-Euro-Modellen. Ansonsten gibt es keine B-Modelle mehr. Das B-Modell ist tot. Und hier halt dieser kleine Chopper. Der ist auch ganz lustig. Monster Jam El Toro Loco und Monster Jam Megalodon sind ja dann die Nachfolger von den beiden. Natürlich auch beide mit B-Modell, dass das hier hervorgehoben wird. Finde ich auch sehr schön. Bei den anderen war es früher selbstverständlich ja B-Modell. Und dann muss das jetzt hervorgehoben werden. Das ist eine, finde ich, traurige Entwicklung. Aber wir können es nun mal nicht ändern. Ja, hier finde ich auch die B-Modelle schöner. Genauso wie hier. Aber wer Monster Truck Fan ist, gibt 4 Stück davon. Also, da sind sie. McLaren habe ich was zu gesagt. Ducati habe ich was zu gesagt. Der Ford Mustang Shelby GT500 und der Formula E 99X Electric. Die App ist absoluter Müll. Wirklich. Absoluter Müll. Pullbacks riechen sich an 7- bis 9-Jährige. Die fahren damit durch die Wohnung rum und der fällt dann auseinander. Man hat eine ganz coole Funktion. Man kann das zurückziehen, sperren, dann haut man auf den Knopf drauf oder zieht an irgendeinem Hebel und dann fahren die Dinger los. Aber ich finde die Lizenz unnötig. Weiß Danny, das Kind, was damit spielt, was Ford Mustang Shelby ist? Oder was generell Shelby ist? Ich wüsste es jetzt nicht. Denen ist das egal, die wollen ein Auto zum Rumfahren und dann fällt bei der Front was ab und fällt am Heck was ab, wenn sie da draufhauen. Bei dem ist das nicht ganz so schlimm. Aber das Gleiche, das sind also keine guten Modelle. Der Senna und der Wrangler vom Jahr davor waren wesentlich besser. Dodge Charger habe ich schon was zu gesagt, die Defender auch. Der wurde jetzt auch auf 200 erhöht. Sind ja nicht nochmal Preiserhöhungen drin. Auf jeden Fall, Defender wurde auf 200 erhöht von 180, er wurde von 150 auf 170 hochgeschraubt. Und hier dieses Batmobil ist halt der Nachfolger von dem Dodge Charger. Ich finde, es ist auch ein bisschen unnatürlich, aber es hat die beiden Leuchtsteine, also wer ein Freund davon ist, da ist es. Natürlich katastrophal schlecht, also die Sets sind nicht schlecht, sag ich immer wieder, aber wenn es eine Fernbedienung gäbe, wäre nur der Preis schlecht.
Aber da es ja keine Fernbedienung gibt, sondern eine App, ist es schlecht. Das macht's halt kaputt. Und hier, seht doch. Hier ist das App-gesteuerte Transformationsfahrzeug. Das ist ganz. Ich finde die Idee lustig. App-gesteuert finde ich natürlich nicht lustig. Fernbedienung wäre wesentlich besser. Ich fahre irgendwo gegen und dann rotiert das Ding. Setze ich mit dem Reifen auf, also hier und auf der anderen Seite auch, und dann schnackt das nach unten und das andere schnackt nach oben, und dann habe ich da ein Arktis-Forschungsfahrzeug und hier habe ich so ein Rennfahrzeug. Sian. Ferrari. Sian hier erhoben, Preis erhöht von 380 auf 400 Euro. Ford Raptor, ich finde, das ist ein ganz schönes Auto. Aber es ist immer Geschmackssache. Wem das Auto nicht gefällt, für dem ist es nichts. Wem das Auto gefällt, der mag es vielleicht eher. 140 Euro, natürlich viel zu teuer. Cat Bulldozer auf 450 Euro. Noch schlechteres Preis-Leistungsverhältnis als der Liebherr. Also der Liebherr hatte schon ein katastrophales Preis-Leistungsverhältnis. Und das ist nochmal deutlich schlechter. Das heißt, ist nicht so schön. Warum sagen Sie hier Cat und nicht Caterpillar? Hier steht nämlich Copyright 2021, Caterpillar, All Rights Received. Und hier Caterpillar. Keine Ahnung. Und hier die BMW ist eine Sticker-Seuche für 200 Euro. Aber es ist kein schlechtes Modell. Es bewegt sich auf dem Niveau von dem Defender, was das Modell angeht. Und da ist ein echt gutes Niveau. Aber es hat halt viel zu viele Aufkleber. Hier ist ein Bild vom Original. Sie zeigen auf der Packung nicht den Ständer, sondern nur den hier hinten. Und nicht den hier, weil dahinter der gelbe Paneele verbaut wurden, warum auch immer. Und hier ist dann halt Architecture und noch 18 Plus. Hier der Tumbler. Die Schuhe. Also, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Und wir kommen einmal zum Fazit. Was hat sich von 2017 bis 2022 bei Leo Technik verändert? Ist eine ganze Menge. Die Sets wurden teurer. Und sie haben angefangen weniger für... die Sets wurden teurer und sie haben weniger geboten als die Sets, die es davor gab. Damit wurde das Set dann offensichtlich rein objektiv betrachtet schlechter. Wenn ich weniger für mein Geld bekomme und das Geld mehr wird... Also wenn ich mehr zahlen muss und weniger bekomme, ist das ein doppelter Effekt, dass das Produkt dann teurer wird. Und es bietet halt nicht weniger für das teure Geld und wird und ist dadurch schlechter. Dann ein neues Motorisierungssystem. Mit der App, man hat die Gefahr, dass wenn man die App benutzt oder sich so ein Modell besorgt. Ach übrigens, hier. Aber hier wird jetzt ein neues Handy gezeigt, neues Emblem. Das war ja bei ersten Katalogen nicht so. Halt generisches Handy-Design. Da war es so, dass wenn die App nicht mehr unterstützt, man geht ein Risiko ein, dass weil es da keine Fernbedienung gibt, dass wenn die App nicht mehr unterstützt wird, werden die Betriebssysteme immer weiterentwickelt, die App wird nicht angepasst, die App ist nicht mehr mit dem aktuellen Betriebssystem, was man auf seinem Smartphone hat, nicht mehr kompatibel und man kann es nicht mehr steuern. Man kann das zwar mit irgendwelchen Zweit-, Drittanbieter-Apps auf einen Xbox- oder PlayStation-Controller umlegen, aber das ist dann nochmal Geld, was ihr zusätzlich in die Hand nehmen muss. Das ist beim Preis hier von sportlichen 450 Euro natürlich nicht mit drin. Aber ja, ich würde deshalb sagen, und wenn diese Drittanbieter-Apps, ist dann natürlich das gleiche Problem, dann habt ihr auch nichts mehr mit eurem Xbox und PlayStation-Controller. Das heißt, ich finde das sehr riskant, was Lego macht. Ich hoffe, sie bringen eine Fernbedienung raus, die dann auch mit den älteren Control-Plus-Sets, die teilweise wie der Liebherr und das orange Ding schon kompatibel, die schon AOL sind, also nicht mehr produziert werden, dass die dann auch mit diesem Controller angepasst werden. Aber es ist von Lego auf jeden Fall notwendig, eine Fernbedienung auf den Markt zu bringen und den Preis dafür dann beim Cat Bulldozer nicht zu erhöhen. Und die Fernbedienung dann auch nicht für einen Preis von 50 oder 100 Euro anzubieten. Denn das wäre dann auch wieder zu hoch, wenn ich dann zu meinen 450 Euro hier nochmal 50 Euro drauf packe. Wobei, wer hier für 450 Euro ausgibt, der wird wahrscheinlich auch 50 Euro für eine Fernbedienung ausgeben. Aber egal. Ich finde auf jeden Fall, Lego Technik hat
mehr Potenzial durch neue Bautechniken und neue Teile, nutzt es aber noch weniger als früher. Und damit holt Lego aus dem Potenzial, was diese Techniksteine haben, einfach viel zu wenig raus. Das ist mein Fazit. Das heißt, Lego holt zu wenig oder nutzt ihre Chancen, gute Produkte herzustellen, was sie ja konnten. Das haben sie ja mal bewiesen. 2010 bis 2016, wo ja gute Produkte waren, die ihr Geld wert waren. Das machen sie mittlerweile nicht mehr. Damit sind wir aber dann auch am Ende dieses langen Videos, doch sehr negativen Videos angekommen. Also es war ein etwas traurigeres Thema als in anderen Videos. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich dafür, dass ihr jetzt schon seit einem Jahr meinen Kanal schaut, seitdem ich den Kanal am 3.4.2021 erstellt habe. Es ist so viel passiert. Ich bedanke mich recht herzlich für die vielen Kommentare, Aufrufe, Likes und Abos. Ich habe ja mittlerweile auch den Zweitkanal Die Noppe unterwegs. Den habe ich ja Ende Februar, am 22. Februar erstellt. Guckt da auch gerne mal vorbei. Und ja, damit sind wir jetzt aber auch wirklich am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ich noch weitere Videos dieser Art machen soll, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren oder via Like-Button wissen. Bis zum nächsten Mal bei Die Noppe und tschüss.